Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge einer Gesprächsreihe zu unserer Ausstellung begleitend zu König Wilhelm II. Von Württemberg. Mein Name ist Edith Neumann, ich bin die Kuratorin der Ausstellung, die bei uns gerade im Hause läuft, und die stellvertretende Direktorin des Hauses Stadtpalais. Heute Abend habe ich einen Gast. Unsere Gesprächsreihe heißt König Wilhelm II. Als Erbauer einer modernen Residenzstadt. Und mein Gast ist hier ein Spezialist, Herr Professor Klaus-Jan Philipp, seines Zeichens Professor in Stuttgart an der Hochschule. Klaus-Jan Philipp hat Kunstgeschichte, Geschichte, klassische Archäologie in Marburg und Berlin studiert, hat dann 1985 promoviert, war dann schon mal zuerst von 1989 bis 2003 Dozent am Institut für Architekturgeschichte hier in Stuttgart, hat sich dann parallel dazu 1996 habilitiert, erhielt seine erste Professur 2003 für Baugeschichte an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und an der HafenCity Universität Hamburg und ist dann seit 2008 wieder zurück in Stuttgart, heimgekehrt sozusagen, und ist Leiter und Chef des Instituts für Architekturgeschichte der Uni Stuttgart. Von 2014 bis 2018 war er auch Dekan der Fakultät und seit 2019 ist er nun offizieller Beauftragter der Universität Stuttgart für die IBA 2027, der großen Bauausstellung der Stadtregion Stuttgart. Ich begrüße Sie herzlich. Es gibt noch Publikationen, die wollte ich auch noch erwähnen. Und zwar ziemlich viele. Es sind weit über 300. Ich kann Ihnen jetzt nicht wirklich alle nennen. Ich beziehe mich jetzt oder bleibe jetzt im Wesentlichen bei den Publikationen, die sich mit der Stadt Stuttgart speziell beschäftigen. Die letzte Publikation war Architektur gezeichnet, vom Mittelalter bis heute, ist erschienen im Belag Birkhäuser in Berlin, Basel und Boston. Dann direkt zur Stadtgeschichte, 2015 ist erschienen der Städtebau der Stuttgarter Schule. Dann im Jahr 2017 erschien Stuttgart ein Architecture Guide in Englisch und Deutsch, nein, nur in Englisch, wenn ich mich recht erinnere, habe ich noch nur in Englisch. Dann ging es weiter mit 2017 um 1600, das neue Lusthaus in Stuttgart und seine architekturgeschichtliche Kontext. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Aufsätzen, unter anderem ein für Stuttgart stattlicher, ja musterhafter Bau, Georg Gottlieb Barth und das Museum der Bildenden Künste, ist erschienen 1993. Ein Aufsatz im großen Band von Christian von Holst. Ein weiterer Aufsatz zur Grabkapelle auf dem Rotenberg ist dann weiterhin erschienen bei der Oberfinanzdirektion, Referat Staatliche Schlösser und Gärten 1995. Dann zur unserer Universitätsbibliothek erschien ein Aufsatz zum Thema Neubau 2011. Dann hat er geschrieben zum Wohnungsbau 1945 bis 1979. Dann über die Zeit von dem Architekten Josef von Egle, 1818 bis 1899 in Stuttgart. Dann die spannende Publikation oder Aufsatz Deckel oder Platz, der kleine Schlossplatz in Stuttgart, ist erschienen 2018. Und last but not least, in dieser Publikation, die Sie bei uns im Hause erwerben können, unsere Hausgeschichte zum Wilhelmspalais, in dem wir jetzt gerade hier sitzen, hat Professor Philipp auch einen sehr spannenden Aufsatz geschrieben zu Salucci, eben dem Bauherrn dem Architekten dieses Hauses, Bauherr war König Wilhelm I. Er hat auch Ausstellungen kuratiert, zum Beispiel die Revolutionsarchitektur in der Neuen Pinakothek in München 1990, dann die Farbe Weiß, Farbenrausch und Farbverzicht im Stadthaus Ulm 2003, akzeptiert Gott Beton? Fragezeichen, die Ulmer Paulskirche im Kontext 2011, und dann diverse Themen, Neckarstraße in Stuttgart, Stadtgarten, Friedrichstraße, die Bauausstellung 1924, die Weißenhofsiedlung und. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen. lieber Herr Professor Philipp, Wilhelm II. Hat ja die Residenzstadt genauso wie Wilhelm I. ja stark geprägt. Er selber hat von sich gesagt, in einem Resümee, er wollte aus Stuttgart eine Kunststadt machen. Aber er hat natürlich nicht nur Bauten für die Kunststadt Stuttgart bauen lassen oder gebaut oder in seiner Zeit sind diese Bauten entstanden, sondern ganz allgemein. Wie war die bauliche Entwicklung denn in der Residenzstadt während der Zeit von Wilhelm II.? Ja,
Das ist schon seine Vorgänger waren ja sehr aktiv. Von Wilhelm im Ersten angefangen, was alles passiert ist, dass Stuttgart sich so seit dem frühen 19. Jahrhundert tatsächlich zu einer Großstadt entwickelt mit dem Königtum, fängt das so an. Und da steigt Wilhelm II. Dann eigentlich ein mit seiner Regierung und schafft es doch, dass Stuttgart in dieser doch architekturgeschichtlich ganz wichtigen Zeit um 1900, wo unheimlich viel passiert, wo wir den Umbruch haben zur modernen Architektur hin, da auch auf Augenhöhe quasi mit allen anderen Städten Deutschlands zumindest zu stehen. Wir werden gleich noch weiter ins Detail dann gehen und schauen, wo liegt das eigentlich. Auf jeden Fall ist es eine sehr reformoffene Situation, dass man sich nicht neuen Dingen verschließt, sondern durchaus guckt, wo kriegen wir neue Impulse her. Und das kann man dann durchaus mit dem, was in Wiesbaden passiert, was in Karlsruhe, vielleicht sogar München passiert. Und wenn man das mal so durchgeht, und das ist, ich will jetzt nicht eine ganz lange Liste hier vortragen, aber wenn man mal so die verschiedenen Bauaufgaben durchgeht, ne, zum Beispiel den Wohnungsbau, da entsteht die Siedlung Ostheim und Südheim, also sozialer Wohnungsbau würden wir sagen, das Eisenbahnerdörfle am Nordbahnhof entsteht auch in dieser Zeit bis 1912 und noch weitere größere Wohngebiete. Also man merkt, Stuttgart reagiert auch architektonisch auf die gewandelte Gesellschaft in dieser Zeit, ganz, ganz wichtig. Dann auch solche Neubauprojekte wie das Quartier Hans im Glückbrunnen, ne, 1906. Wo man sieht, da wird auch versucht, die Altstadt quasi zu rekonstruieren und dennoch aber qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Muss man vielleicht dazu sagen, es gab Brand und nach dem Brand wurde dann sozusagen das neu gebaut. Wurde es neu gebaut, aber es ist halt alles Neubau, sieht mittelalterlich aus ist aber auch so eben von der Qualität der Wohnungen modernster Stand der Zeit. Mhm. Ja, und das ist schon ganz wichtig. Dann entstehen natürlich Wohn- und Geschäftshäuser, wie der Marquardtbau etwa, von Eisenlohr, kommen wir vielleicht noch drauf. Oder das gewaltige Gebäude der Allianzversicherung unterhalb der Karlshöhe. Da sind wir wirklich in so einem Maßstab, wenn man das Gebäude sich anschaut. Das könnte auch in Berlin stehen, das könnte selbst in Paris stehen. Das ist so auch der Anspruch, den Stuttgart in dieser Zeit, kurz vor der Jahrhundertwende, hat. Dann eine Reihe von öffentlichen Bauten, die entstanden sind. Einmal das Württembergische Landesgewerbemuseum, heute das Haus der Wirtschaft von dem finnischen Architekten, Skold Neckelmann, einer der wenigen international tätigen Architekten dieser Zeit. Dann haben wir noch das neue Rathaus, das gebaut wird, also nicht nur die königlichen Bauten oder Kulturbauten, sondern eben auch die Stadt baut auch viel. Das Rathaus 1901 bis 5 in so einem neugotischen Stil. Wir kennen heute noch die Rückseite, die ist noch in dem Zustand, so wie es damals gewesen ist. Klar, und dann kommen die ganzen, die Kunstbauten, auf die wir noch gesondert eingehen. Also ich erwähne nur kurz das Kunstgebäude am Schlossplatz, die Kunstakademie, aber das alte Schauspielhaus von Albert Eitel auch noch unter Wilhelm II. Gebaut. Das Lindenmuseum unter Wilhelm II. Gebaut bis 1911 von Georg Eser. Das Gustav-Siegler-Haus. Und auch etwa die Markthalle dürfen wir nicht vergessen von Martin Elsässer. Ne? Das ist auch noch alles vor dem Ersten Weltkrieg, alles unter König Wilhelm II. Schulen, Reformschulen der Zeit, ne? Sie auch wirklich das Schulwesen weitergetrieben haben, wie die Heusteig-Schule von Bonatz oder die Fangelsbach-Schule von Theodor Fischer, die müssen wir an erster Stelle nennen, bis hin zum Wagenburg-Gymnasium von Martin Elsässer. Das sind alles, das sind wichtige Schritte im Schulbau, die in dieser Zeit passieren, eben auch unter der Regierung von Wilhelm II. Bauten für die Gesundheit, Olga-Hospital, ne? Das ist ganz wichtig. Gerade das Karl-Olga-Krankenhaus, das ja auch noch bis heute vollständig existiert, das ist schon toll. Ne? Das ist alles auch da wieder zwar historisierende Architektur noch, aber auch modernste technische Ausstattung und so weiter. Das trifft dann auch auf die Großbauten zu, wie den Bahnhof. Kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher zu. 1913 war dann der Wettbewerb, aber auch das Bosch-Areal, wo die Bauten dann für die Bosch AG entstanden, technische Bauten wie der Schwabtunnel, also hochmoderne Dinge, auch die Gasanstalt, die Elektrizität ist quasi unter Wilhelm II. Eingeführt worden in Stuttgart. 1896 war die große Elektrizitätsausstellung im Stadtgarten gewesen. Eben auch diese Bauten zur Infrastruktur, zunehmen. Das ist ganz wichtig. Ne? Damit zusammenhängt dann auch die Elektrifizierung der Straßenbahn ab 1895. Da verändert sich die Stadt total. Ne? Das
dass man jetzt von den Pferdefuhrwerken weg ist, dass die Elektrizität reinkommt, dass elektrische Beleuchtung in der Stadt ist. Das passiert alles in diesen ersten Regierungsjahren von König Wilhelm II. Also die Stadt verändert sich wirklich zu einer modernen Stadt. Das ist natürlich so der Abschied von dem, der Abschied von der Gasbeleuchtung oder von den Kerzen, und jetzt haben wir wirklich elektrisches Licht. Und das hat er gerade bei den Großbauten wie der Oper, hat er das tatsächlich inszeniert, hat das genutzt, diese neuen Möglichkeiten des elektrischen Lichts, wirklich hell strahlend sind diese Bauten nachts zu sehen gewesen. Aber das geht auch weiter. Das geht um die Kanalisation in der Zeit. Ne? Das ist, was es vorher eben nicht gab. Stuttgart kommt da relativ spät erst dazu, Kanalisation einzuplanen bei Erschließung von neuen Wohngebieten, aber auch bei der Rekonstruktion von Alten, also es war notwendig. Ne? Es kommt die Kanalisation, das Wasserkraftwerk Hasenberg, das auch noch zum Teil existiert, ist auch in dieser Zeit entstanden. Oder eben der Wasserturm in Degerloch in der Jahnstraße ist auch dort entstanden. Straßenbahn habe ich erwähnt. 1895 ist die erste Strecke zwischen Berg und Charlottenplatz, und das geht dann schnell weiter. Ne? Das entwickelt sich rasend, diese elektrische Straßenbahn. Anderes Thema noch, die Kasernenbauten. Das ist natürlich ein großes Thema gewesen, auch unter Wilhelm II., obwohl er sich ja nicht als Kriegsherr sozusagen etabliert hat, aber es ist eine Legionsstadt hier, es wird die Bergkaserne gebaut, es wird die Tauberhammer Kaserne gebaut, es gibt natürlich auch ein Militärlazarett, das er bauen lässt, und dann ganz wichtig, die Dragoner Kaserne, also Bad Cannstatt, sogenannte Römerkastell, wo ja tatsächlich ein Römerkastell war und wo dann in sehr moderner Architektursprache im frühen 20. Jahrhundert eben diese riesige Kaserne gebaut wird, die ja auch noch stadtprägend ist bis heute. Das sind viele Bauten, die tatsächlich, wenn man so mit dieser Liste durch Stuttgart geht, merkt man, wie stark eigentlich noch weitere Veränderungen da war, obwohl eben, wie zu Anfang gesagt, und zu seinen Vorgängern auch schon viel passiert ist. Aber es geht noch mal mit einem ganz schönen Schwung weiter. Ich glaube auch dieser Aspekt, dass es eine Garnisonstadt war, das vergisst man zu schnell oder hat man vergessen. Das war sehr stadtbildprägend, auch das Militär, die ständige Präsenz des Militärs hier im Stadtbild. Im Stadtbild auf jeden Fall, natürlich mit der Rote Bühl-Kaserne, die ja schon vorher da war. Aber die Tendenz ist in der Zeit tatsächlich, mit dieses Militär aus der Stadt rauszunehmen und in die Randlagen zu bringen. Und das geht dann noch bis 1940 etwa weiter, dass es dann die Kasernen immer weiter draußen liegen, weil in der Stadt einfach kein Platz war. Bis auf die Rote Bühl-Kaserne, die ist halt geblieben. Die war ja schon da. Weil sie schon da war, weil man so weiter nutzen konnte. Die anderen kleinen Kasernen, die hier in der Innenstadt waren, sind alle aufgelöst worden. Mhm. Und was haben wir noch für Bauaufgaben? Kirchenbauten könnte man jetzt auch wieder eine ganze Reihe beginnen. Ich nenne mal nur die russische Kirche, die Elisabethenkirche am Bismarckplatz, die Markuskirche von Hans Dolmetsch, wo sich auch so etwas zeigt, moderne Architektur, wo wir ins Jugendstil-Dekorum kommen jedenfalls. Und dann auch noch ganz wichtig, glaube ich, das Krematorium am Pragfriedhof. Das sind auch so Dinge, die tatsächlich immer noch sehr präsent sind und das alles aus der Zeit kommt. Sehr präsent natürlich das Bismarck-Denkmal 1904 von Wilhelm Kreis, das immer noch eine Landmarke ist. Und gut, ich habe erwähnt, die Elektrizität, es gab eben das, noch vor seiner Regierungszeit ist schon das am Stadtgarten die Ausstellungshalle gebaut worden, 1881, und dort haben immer Ausstellungen stattgefunden, zum Beispiel diese Elektrizitätsausstellung 1896 und ganz wichtig die Bauausstellung 1908, wo so die modernste Architektur der Zeit präsentiert wurde, und die ist ja tatsächlich auch national, wenn nicht international beachtet worden. Da hat zum Beispiel Elsässer schon eine Betonkonstruktion eingerichtet, die dann quasi die Vorform der Markthalle 1913 gewesen ist. Das sind ganz wichtige Ausstellungen, wo natürlich auch immer der König persönlich anwesend war. Das hat er sich nicht nehmen lassen, er hat sich diese Sachen angeschaut, er war sehr interessiert, hat die Ausstellung natürlich eröffnet und war an den Themen sehr interessiert. Also es ist vielleicht auch noch dazu, er ist an Architektur interessiert, er ist an Architektur und an Stadtplanung sehr interessiert, und das werden wir, glaube ich, gleich nochmal vertiefen können, wenn wir auf die speziellen Bauten kommen. Genau. Ich würde sagen, tatsächlich, also die Bandbreite dessen, was gebaut worden ist, ist, glaube ich, jetzt klar geworden. Vielleicht jetzt aber mal noch mal ganz genau zu den Bauten, wo König Wilhelm II. Sich wirklich sehr, sehr, sehr persönlich eingesetzt hat.
Das ist, was weiß ich, zum Beispiel der Hauptbahnhof, zum Beispiel das Kunstgebäude, aber vor allem die beiden Theatergebäude, die bis heute zwar nicht mehr stehen, also das kleine Haus steht nicht mehr, das große ja. Das sind so einige der prägenden Bauten und vielleicht auch noch ein paar mehr, wo man sagen kann, ja, die sind ihm so am Herzen gelegen, da hat er sich auch aktiv eingemischt und aktiv bestimmt. Genau. Und das ist tatsächlich, insbesondere bei den Theaterbauten, dem Hof, dem Doppeltheater, ganz wichtiges Datum dabei, das viel ausgelöst hat. Das ist mir jetzt auch in der Vorbereitung noch mal ganz neu bewusst geworden, wie alles so in der Innenstadt zusammenhängt. Im Januar 1902 ist das alte Lusthaus, das ja Oper, Theater gewesen war, eins der größten Theater so zwischenzeitlich mal, der großen Opernhäuser Europas gewesen, bevor die italienischen dann größer geworden sind. Aber ein wichtiges Haus, 1902 brennt es ab, bis auf die Reste, die jetzt noch in den unteren Anlagen stehen, die man dort damals nach dem Brand wieder gefunden hat. Und das löst was aus. Das löst mich dann die ganze Fragestellung aus, wo bauen wir ein neues Theater hin? Dann hat der König in der Zeit schon die Vergrößerung und Verlegung des Stuttgarter Bahnhofs im Kopf gehabt, auch schon 1902. Also nicht erst, wenn der Wettbewerb kommt, sondern das ist schon dabei. Und in diesem Zusammenhang, da muss was passieren, nah am Schloss. Dort, wo das Lusthaus stand. Da muss was passieren und es muss dann am Bahnhof was passieren. Und das bedingt dann, dass auch dazwischen einiges passieren muss. Wie gehen wir mit den ganzen Gebäuden um, die da sind? Und er hatte tatsächlich die ganze Umgebung des bisherigen Bahnhofs im Blick gehabt, bis hin zur Kronenstraße, Schlossstraße. Und er plant 1903, da gibt es einen königlichen Erlass, wo er schreibt, ich kann es vielleicht mal zitieren, der in Aussicht genommene Umbau und die damit zusammenhängende Vergrößerung und Verlegung des Stuttgarter Bahnhofs werden eine vollständige bauliche Umgestaltung der ganzen Umgebung des bisherigen Bahnhofs, insbesondere der unteren Königs, der Friedrichs und teilweise auch der Kronen- und Schlossstraße, zur unmittelbaren Folge haben. Neben der Erstellung eines Gebäudes für die Generaldirektion der Staatseisenbahnen und eines Hauptpostgebäudes will ich, der König, hier nur den Neubau des Hoftheaters, einer katholischen Kirche, eines Ersatz für den Marstall und das Akademiegebäude und für einzelne den Bedürfnissen nicht mehr genügende Ministerialgebäude erwägen. Das heißt also, er nimmt sich ein riesiges Bauprogramm vor, was hier den Großteil der Innenstadt bis hin zum heutigen Bahnhof überschlägt und will wirklich die Stadt in diesem Bereich vollständig neu überplanen. Es ist eine Riesenaufgabe, die er sich stellt. Es schafft natürlich nicht alles, was er sich da vornimmt, aber allein dieses Denken jetzt nicht nur, wir machen das in ein Gebäude, das dann versetzt wird oder neu gebaut wird, sondern er denkt im großräumlichen, städtischen, urbanen Kontext. Das finde ich schon toll, dass er nicht so sagt, ich möchte da ein bisschen was und dort ein bisschen was, sondern die große Geste. Also jetzt haben wir die Gelegenheit, der Brand ist sozusagen die Gelegenheit, wir müssen neu bauen, wir müssen irgendwas neu bauen. Und damit geht es dann los. Ich meine, der Brand ist ein Grund von dem wichtigen Theater, was ihm natürlich am Herzen liegt, das sind ja seine Angestellte. Er bezahlt das Theater, er bezahlt die Schauspieler. Und die Verlegung des Bahnhofs von der Boltstraße raus aus der Stadt, also mehr in die Schlossgartengegend, wo er heute steht, war ja schon auch umstritten. Die Bürger wollten ja unter Wilhelm I. den Bahnhof nicht in der Stadt haben. Er hat ihn in die Boltstraße gesetzt, damit er vom Schloss bequem zum Bahnhof kommt. Die Bürger waren gegen diesen Bahnhof in der Stadt, der König Wilhelm I. hat es durchgesetzt. Wilhelm II. Hat den zweiten Bahnhofsbau durchgesetzt, jetzt wollten ihn die Bürger stehen haben, da wo er steht, jetzt hat ihn er rausgeschoben. Ne? Und auf dieses Rausschieben dieses Bahnhofgeländes ist er durch Platz gewonnen in einer zentralen Stelle der Stadt, genauso wie der Brandplatz vom das war natürlich die Gelegenheit schlechthin. Das war die Gelegenheit, das jetzt anzugreifen. Und klar, der alte Bahnhof war auch dann, das zu funktionierte klein, nicht mehr, er war zu einfach klein, zu klein geworden. Zu klein. Es musste vergrößert werden. Da war so auch ein wirtschaftlicher Zwang dahinter. Die Ironie der Geschichte, dass alle drei Bahnhöfe, der erste, der zweite und jetzt auch der dritte, immer gegen die Bürger gebaut worden sind. Ja, gut. Aber wir könnten da auch mit dem Hoftheater gleich weitermachen. Weil das Hoftheater ist so, wie es dann geworden ist, worüber wir alle ja letztlich glücklich sind, dass es so
vielleicht glücklich sind. Könnte man immer noch darüber diskutieren. Das war ja auch nicht von Anfang an so eindeutig gewesen. Gut, es beginnt mit dem Interimstheater, das immer vergessen wird, das Karl Weikle gemacht hat, ein wunderschöner Jugendstilbau, ne? Der in sehr kurzer Zeit wieder neu errichtet worden ist, etwa an der Stelle, wo heute der Landtag ist. Mhm. Und dann geht es gleich 1902 los, dass man jetzt überlegt, wo könnte denn neues Theater und Oper gebaut werden. Und da werden, klar, es wird nochmal überlegt, ob an der alten Stelle des Lusthauses Hoftheaters dort wieder gebaut wird. Dann wird der Botanische Garten, das ist etwa der heutige Standort, immer diskutiert. Dann wird das Waisenhaus, der Waisenhausplatz und Karlsplatz werden diskutiert. Und es kommt noch hinzu, dass man an die heutige Schillerstraße, also neben dem neu zu bauenden Bahnhof geht. Da gibt es zwar noch keinen Wettbewerb in der Zeit, aber das wird schon mitgedacht. Also wäre das nicht auch noch eine Möglichkeit? Es wird auch eine Möglichkeit geschaut, ob man an das Marstallgelände gehen kann. Der Marstall, muss der denn unbedingt an der Königsstraße stehen? Ne? Reine königliche Nutzung, quasi die Garage des Königs. Ne? Und muss die denn da unbedingt sein? Da hat natürlich die Stadt auch ein Interesse gehabt, gerade mit der Vorstellung, dass dann der Bahnhof kommt. Ne? Was kann man da machen? Und tatsächlich ist auch dieses Gelände mit untersucht worden, ob man nicht dort ein Theater oder die Oper hinstellt. Der Witz an der Geschichte ist, viele von diesen Standorten oder manche dieser Standorte haben wir in den letzten Jahren wieder diskutiert, als es darum ging, wo soll denn die neue Oper gebaut werden oder die Interimsoper gebaut werden oder ein neues Konzerthaus. Da hat sich gar nicht so viel getan. Ein Auftrag, Direktauftrag geht zunächst an Littmann, der später dann auch den Wettbewerb gewinnt. Und der plant dann tatsächlich erstmal für den Karlsplatz und Waisenhausplatz. Das sind verschiedene Prinzipien, die er ausprobiert. Ne? Das sind also beide Häuser in einem sehr langgestreckten Gebäude, back-to-back, also die Zuschauerräume sozusagen gegenüberliegend und in der Mitte wäre das große Bühnenhaus gewesen. Aber ist auch schon die Überlegung, dass man sie parallel stellt. Kleines Haus, großes Haus. Das wird auch von Littmann schon in verschiedenen Gegenden ausprobiert, wo das geht. Aber auch andere Architekten sind beteiligt, noch so in Vorstudien. Ne? 1904 gibt es dann schon, also 2 Jahre nach dem Brand, liegen insgesamt 11 Dispositionsstudien für die 4 genannten Vorschläge vor. Ne? Da ist also unheimlich viel gearbeitet worden von Beginn an. Ne? Das geht quasi von heute auf morgen, wird begonnen. Und was man vielleicht dazu sagen kann, diese Dispositionsstudien sind jetzt einfach nur Papiere, sondern sind im Archiv in Altshausen nachzusehende große Mengen von Kartons. Das sind sehr große Entwürfe für den König gemacht. Man sieht es auch vom Aufwand her, wie diese ganzen Unterlagen für ihn hergestellt werden. Das war ein Mordsunternehmen. Ja, sicher, das ist wirklich enorm, was gemacht worden ist. Man sieht daran, wie wichtig das Thema an sich genommen worden ist und wie wichtig es dem König war und wie wichtig es aber auch der Stadt war. Denn so reibungslos ging das alles nicht ab. Ganz wichtig dabei sind die Vorschläge von Theodor Fischer, der frisch nach Stuttgart gekommen war, dann auch nicht lange blieb, aber hier aus München gekommen war als moderner Architekt, der einen sehr starken Ruf gehabt hat, der auch schon vorher hier so beachtet worden ist. Um 1900 beginnt hier gerade diese Überlegung, die Stadt ist unten im Kessel eigentlich voll und jetzt geht es darum, wie kann die Stadt sich überhaupt noch erweitern? Und da geht es um die Halbhöhenlagen. Da konkurrierten 2 verschiedene Systeme ein. Die wollten wirklich die Straßen geradeaus hochführen sozusagen oder das andere System der hangbegleitenden Straßen, so wie es dann auch ausgeführt worden ist. Und das greift zum Teil Ideen auf, die Theodor Fischer schon für München entwickelt hat, die hier stark diskutiert werden. Und dann entschließt man sich hier, bevor Fischer da ist, schon dafür, diese hangbegleitenden Straßen zu machen, dass eben das Grün immer noch in die Stadt hineinkommt. Man muss sich ja vorstellen, dass bis so 1910 etwa herum die Stadt im Kessel war, ringsrum Weinberge, keine Bäume, Weinberge.
Das sieht relativ kahl aus, wenn man das auf Schwarz-Weiß-Fotografien heute sieht, die so um 1900 gemacht worden sind. Die Villen waren alle noch unten. Die waren in der Kriegsbergstraße, die waren unten an der Karlshöhe, aber noch nichts auf der Höhe. Das kommt dann mit einem Schlag und dann relativ schnell füllt sich das sozusagen auf. Aber das Stadtbild verändert sich tatsächlich. Und es ging aber darum, das Grün irgendwie zu halten. Ja, deshalb, und das war eine sehr gute Entscheidung, dass es so gekommen ist. Und die Zeit, die Theodor Fischer dann in Stuttgart war, hatte das natürlich dann weiter unterstützt. Fischer macht auch einen neuen Vorschlag für die Oper und Theater, zusammen mit Robert von Reinhardt, ein Architekt, den man nicht so im Blick hat, aber der ganz, ganz wichtig ist. Der ist nämlich hier in Stuttgart und ist lange in Stuttgart und entscheidet über sehr vieles, wird auch vom König gehört. Und der plant eben die Oper an den Richtung Bahnhof zu setzen. Das ist ganz, also als Abschluss der unteren Anlagen. Da wo die, ach, wie heißt diese Gruppe, die Eberhard-Gruppe, Eberhard-Gruppe ja. steht. Und da wollte er es hinsetzen, direkt neben dem neuen Bahnhof. Es gibt ganz interessante Zeichnungen, die Zeichnung ist von Paul Bonatz, der im Büro von Theodor Fischer war und der zeichnet tatsächlich 1902 schon Bahnhofsentwurf rein, der anders aussieht als der, den er später einreichen wird. Aber man sieht schon, der Bonatz hat sich schon seit 1902 mit dem Bahnhof beschäftigt, weil er dafür mit Fischer zusammen eben die Oper plant. Und da gibt es eben auch Planungen, an die dann noch in das Marstallgelände reinzugehen und dort das kleine Haus zu setzen in Verlängerung der Kronenstraße. Ganz interessante Dinge, die man jetzt, da müsste man jetzt allerdings auch Bilder zu haben, um das klarzumachen. Ne? Aber Fischer wollte tatsächlich, und das ist das Interessante eigentlich daran, er wollte eine bürgerliche Dominante. Ne? Er wollte, dass das Bürgertum dort am Bahnhof, Ende der Königstraße, dass es dort nochmal ein Kulturzentrum kriegt und nicht nur alles hier für den König ist. Ja. Für den König wäre es ja wunderbar gewesen, das Theater und Oper wäre genau gegenüber, vom Wilhelmspalais, genau. Ne, fußläufig schnell mal ins Theater und so. Nee, der Fischer wollte das eben, das gehört ja auch dem Bürgertum. Das ist ja nicht nur die Oper des Königs und das Theater des Königs, sondern das muss doch auch dort sein, wo die Bürger der Stadt Stuttgart sind. Aber letztendlich hat der König sich durchgesetzt, weil es ist ein moderner Bau entstanden oder zwei moderne Bauten entstanden, aber die Rangordnung ist geblieben. Die Rangordnung ist tatsächlich geblieben. Es war ja dann der Wettbewerb 1908, wo natürlich dann auch Littmann eingeladen wurde, der immer weiter daran gearbeitet hat. Der hat eigentlich nie aufgehört, Planung zu machen. Es wird eine national besetzte, der Wettbewerb war nur ausgeschrieben für württembergische Architekten und es wurden ein paar Architekten dazu eingeladen, unter anderem Littmann als Münchner. Und dann entscheidet das Wettbewerbs, die Jury entscheidet dann eben für Littmann, aber so ganz unumstritten war es nicht. Theodor Fischer war mit in der Jury, war natürlich dagegen, auch andere waren gegen die Entwürfe, aber dann Mehrheit war dafür und es war wahrscheinlich auch starker Druck des Königs dahinter, dass das so kommt, wie er das eigentlich von Anfang an haben wollte, dass es hier an der Neckarstraße stehen sollte und quasi als Ersatz für die Orangeriebauten, die hier gestanden waren. Also es ist ganz deutlich zu sehen, dass der König sich da einmischt und natürlich, man könnte es ja auch sehen, dass es dann, wie er die Oper dann einrichten lässt, wo seine Räume drin sind, die er durch den Nebeneingang, der bis heute existiert, dann hat er oben seinen Salon gehabt und so weiter und konnte von dort aus in die königliche Loge hingehen. Und das noch ein Nebenaspekt, bei der Eröffnung 1912 sind eben auch so lichttechnische Inszenierungen gemacht worden mit so Bogenlampen und so, damit es hell erleuchtet. Und der König ist da wirklich im besten Licht sozusagen erschienen. Ne? Das ist schon toll. Ja, das kann tatsächlich so, kann man sehen, wie Technik als Inszenierungsmoment für den König so eingesetzt wird, den Monarchen. Ne? Er benutzt die neueste Technik, diese Lichttechnik, um sich im rechten Licht darzustellen. Das ist die schon Bühnentechnik toll. Hat aber auch ein bisschen profitiert. Ja, sicher. Natürlich hat das eine Folgeerscheinung, ne? Aber erstmal ging es darum, für den Regierenden. Ne? Auch seine Räumlichkeiten, die heute noch da sind, sind ja auch, also er hat Empfangen dort, ja. Mhm. Es gab eine Küche und es gab seine Zufahrt. Ja, sicher, so wie es gehört. Klar, das war ja auch für den Bahnhof noch vorgesehen und so, ne? Was dann nicht mehr gebraucht wurde. Ja, das ist also, glaube ich, schon am
Oper und Theater kann man schon am deutlichsten sehen, wie stark der König sich in Dinge eingemischt hat. Und vielleicht auch, wenn man jetzt ein bisschen weiterschauen würde, gibt es ein paar Fragen, die man da stellen könnte. Komischerweise hat er dieser Nebeneingang, der hat dorische Säulen, das ist in der Hierarchie der Säulenordnung, ist das das unterste, während sonst eben im Außen ionische Säulen, das sind die mit diesen eingekringelten Voluten. Mhm. Und im Inneren haben wir korinthische, klar, das sind die höchste Säulenordnung, aber er geht eigentlich durch die niedrigste Säulenordnung, geht er rein, aber dann kommt er natürlich gleich oben richtig raus. Ziemlich schnell bei den anderen Kapitellen. Und das ist vielleicht noch der Unterschied, das Theater, das leider ja im Krieg 1944 stark getroffen worden ist, während das Opernhaus ja nahezu unbeschädigt geblieben ist, das ist schon eine andere Architektur, die ist viel feiner, anders, nicht so Stilarchitektur, sondern eher Richtung Jugendstil, könnte man fast sagen. Mhm. Also da werden nicht die normalen Herrschaftsrepräsentationsarchitektur eingesetzt, sondern vielleicht doch eher auch fürs Bürgertum. Ne? Dass man so, vielleicht doch, dass die Oper eher für den König und das Theater eher für die Stadt. Wobei man dazu sagen muss, die Trennung, die wir heute haben, dass im großen Haus Oper und Ballett stattfindet und im kleinen Haus Theaterstücke, das war damals nicht so. Mhm. Es war gleich, es war einfach, die Inszenierungen waren unterschiedlich groß und unterschiedlich bedeutend und wurden entsprechend in dem großen oder kleinen Haus aufgeführt. Aber klar, im großen Haus hatte der König seine Entourage bei sich und seine eigenen Räumlichkeiten. Genau. Ja, wie sich das so gehört. Wie es gehört. Wie es ist gehört. Genau. Ja, soweit mal zum Theater und Oper, weil es da wirklich sehr vieles so entscheidet, ne? Von diesem großräumlichen Denken bis hin dann in die Details der Architektur und wo wahrscheinlich der König überall immer seinen Finger drauf gehabt hat. Es kommt zu diesem Bruch mit Theodor Fischer, ne? Der ist tatsächlich total beleidigt, dass er mit seinem Theaterentwurf neben dem Bahnhof nicht reüssieren kann und geht dann auch bald nach München wieder zurück, wo er eine Professur kriegt und Stadtbaumeister wird. Darf dann aber trotzdem den alten Brandplatz bebauen. Ne? Das darf er dann, das ist quasi eine Entschuldigung, dass er dann den Auftrag bekommt für das Kunstgebäude, auch eine neue Bauaufgabe für Stuttgart. Kein Museum, sondern ein Gebäude, in dem aktuelle Kunst gezeigt werden soll, moderne Kunst gezeigt werden soll. Und das Gebäude soll natürlich auch schon darauf hinweisen, dass moderne Architektur da ist. Auch da ist der König von Beginn an involviert in diese Diskussionen und natürlich gibt er dann auch den Auftrag an Theodor Fischer. Das ist seine Entscheidung, kein Wettbewerb, sondern direkt Auftrag an Theodor Fischer. Und es gibt so einen schönen Bericht bei der Eröffnung des Kunstgebäudes am 29. März 1913, wo es heißt, der König schritt, also die Hofgesellschaft betritt den Saal, der König-Wilhelm-Saal heißt er natürlich, der polygonale Saal mit der Kuppel drüber, wo oben der goldene Hirsch ist. Und die Hofgesellschaft betritt also den Saal und dann heißt es in dem Text, der König schritt sofort auf Baumeister Professor Theodor Fischer zu, den er zur glücklichen Vollendung des Baus beglückwünschte, wobei seine Majestät unter anderem auf eine Bemerkung Professor Fischers, der vorher gesprochen hatte, dass der Bau doch vielfache Anfechtungen erfahren habe, scherzend erwiderte in dem Sinn, dass ihn diese Kritik nie beirrt und bekümmert habe. Ja, also das ist auch schon sehr nah auch mit dem Architekten. Also er geht auf Fischer zu, nachdem er ihn quasi entlassen hat oder dass Fischer gegangen ist. Aber er hat dann doch ein gutes Verhältnis zu ihm. Und an anderer Stelle sagt er auch, ich weiß nicht mehr, bei welchem Gebäude das war, dass er jetzt zum dritten Mal schon ein Gebäude von Theodor Fischer eröffnen würde. Aber ich habe es nicht rausgekriegt, welche Gebäude das sind. Es könnte sein, dass es beim Kurt-Siegler-Haus war. Kunstgebäude. Und der König ist gereist, er ist ja auch gezielt nach München mal gefahren. Eben, dass er da vielleicht gereist. Noch, also er kannte den Architekten das, Fischer, wie er auch andere Architekten durchaus kannte. Ja, das ist tatsächlich so eine, schon, er war mit den Künstlern auch in anderen Fällen ja doch auch durchaus nah beieinander gewesen. Ja, sie waren auch hier bei den Herrenabenden im Haus eingeladen. Also ja, eben, der Kontakt bestand in jedem Fall. Ja und das, von daher ist dann schon eine gewisse Nähe da, ne? Und dass man auch über gewisse Probleme Bescheid weiß oder auch Bescheid weiß, was so in anderen Städten passiert, ne? Dass man da auf dem Laufenden ist.
Das Kunstvereingebäude schon, es war ja ein bisschen anders, ein bisschen mehr dekorativ, als es heute ist. Das ist ja der Umbau von Bonatz nach dem Krieg, es war sehr stark zerstört. Aber so vom Baukörper mäßig ist es eigentlich so geblieben, wie es Theodor Fischer geplant hat. Muss ich nur halt vorstellen, das, was wir als Neubau, als die eingeschossige Halle, die jetzt im hinteren Bereich ist, da war eine große Gartenanlage, eingefasste Gartenanlage, und es war natürlich viel repräsentativ. Es war schon genügend repräsentativ, das muss man sagen. Es war einfach auch die Restaurants, die dort waren und so, das waren so die besten in Stuttgart Stadt, gewesen und so. Das war schon was anderes, diese Kargheit, die das Haus heute ausstrahlt, im Inneren jedenfalls, aber auch im Äußeren muss man sich viel, doch ein Stückchen opulenter vorstellen. Und aber auch eben nicht jetzt historistisch, ne? Also nicht zurück in die Geschichte, sondern tatsächlich die moderne Architektur, die wir in dieser Zeit 1913 haben. Das kann man ja auch bei der Markthalle sehen, im Inneren Sichtbeton angemalt zwar, aber es ist der nackte Beton, den wir so in der Deckenkonstruktion sehen, und außen ist es so, sieht aus wie ein nettes Fachwerkhäuschen mit Lüftelmalerei, wo ja die Modernität des Gebäudes im Inneren gar nicht zum Ausdruck kommt. Das spielt ja eher mit dem, was da links und rechts stand. Und links und rechts stand eben Fachwerkhäuser und traditionelle mittelalterliche oder so Renaissance-Architektur. Muss man sich mal klar machen. Es ist schon einbezogen worden in die Umgebung, eindeutig. Mehr als die anderen Bauten. Ja gut, hier in der Situation muss man sich auch mal so klar machen, auf was reagiert oder was ist gegenüber von der Oper und vom Theater. Da kommen ja auch sehr repräsentative Bauten. Die Landesbibliothek, Königliche Bibliothek, damals ein Prachtbau, neobarock, also richtig so ähnlich wie das wie die Allianz, das Allianzgebäude, wirklich so ein dickes Ding, richtig schwer. Mhm. Dahinter war das Gerichtsgebäude, auch eine historistische Architektur, die gewisse Repräsentanz hatte. Klar, dann natürlich die Staatsgalerie, der erste Bau. Also der Begriff Kulturmeile, der galt ja auch da schon. Der gab es. Wenn man sich die Straße, die Neckarstraße vergegenwärtigt, wie sie zur Zeit König Wilhelms II. War das tatsächlich eine Prachtstraße gewesen. Ne? Nicht so breit wie heute, aber alle wichtigen Gebäude waren dran. Ne? Samt der Reithalle. Samt der Reithalle, die lange noch stand nach dem Krieg. Samt natürlich auch, aber auch die Landesbibliothek und andere Gebäude, die auch nach dem Krieg durchaus noch reparierbar gewesen sind. Deshalb, wenn wir heute Vergleiche machen mit München, zum Beispiel München, da denken wir alle, München ist ja wesentlich schöner. Wenn man hier nach dem Krieg anders mit den historischen Bauten umgegangen wäre, dann wäre zumindest die Neckarstraße vielleicht mit der Ludwigstraße in München durchaus vergleichbar. Ist ja auch nicht alt, was da steht. Ist alles Bauten des 19. Jahrhunderts. Und das wäre hier gar nicht so viel anders. Es war gar nicht so viel anders. Tolle, riesige Paläste des Adels waren an der Straße. Die Großbauten, angefangen mit Wilhelmspalais. Hier dann ist das Naturalienkabinett und das Staatsarchiv gefolgt und so, und dann die Bibliothek und so. Es waren alles repräsentative Großbauten. Dann natürlich die Oper und das Theater, die auch von der Neckarstraße aus zugänglich waren. Mhm. Da fuhr sogar die Straßenbahn dran vorbei. Es war eingebunden in die Stadt. Ja. Und all das, was wir heute eben hier sehen, weshalb es schwierig ist, diese Achse als Kulturachse richtig wahrzunehmen, liegt halt an der Ausbau der Straßen zu einer Autobahn. Klar. Wenn die nicht wäre, würden wir das viel stärker spüren, wie auch die beiden Stadtteile links und rechts der B14 zusammengehören. Die zusammengehören. Das kommt eines Tages noch. Ne? Das vielleicht noch erleben. Ne? Vielleicht könnten wir jetzt mal so ein bisschen von dem Schwerpunkt König weggehen und sagen, welche Architekten oder welche Bauvorhaben waren sehr wichtig für die Stadt, vielleicht nicht so ganz königlich bestimmt, aber doch für die Architektur der Zeit und die moderne Bauweisen der Stadt oder Infrastruktur oder sonstige institutionelle Bauten. Welche Architektenpersönlichkeiten waren noch wichtig? Ja, ich habe zu Anfang also den Bahnhof müssen wir noch erwähnen. Der Bahnhof natürlich, ist dann der Wettbewerb 1913. Mit den dann Paul Bonatz und Friedrich Eugen Schohler gewinnen.
mit dem Kennwort auf den Plänen Umbilicus Suevie, der Schnabel Schwabens. Mhm. Ne, und schon so in der fast so, wie es tatsächlich auch ausgeführt worden ist. Und was ja auch natürlich, er ist ja erst 1927 richtig fertig geworden. 1924 wird erst der alte Bahnhof vollständig aufgelöst, also das Gleisbett freigemacht, dass die Neubauten in der Lautenschlager Straße dann folgen können. Und bis dahin war er in Betrieb gewesen. Aber es ist tatsächlich dann schon von der Größe her schon eins der größten. Es ist neben dem Rote-Bühl-Kaserne und der Dragoner-Kaserne, ja, ja, der größte Bau hier. Und nicht zufällig ist er natürlich auch durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen worden. Der wäre ja fertig geworden. Der wäre fertig geworden, wenn, wenn der Krieg nicht gewesen wäre. Ne? Wenn er zügig weitergebaut wäre, aber dann fällt es natürlich, dann braucht es wesentlich länger als gedacht, auch nach dem Krieg, bis das wieder alles anläuft und überhaupt wieder und gebaut werden kann. Deshalb verzögert sich das. Das ist auch wieder... Und der königliche Einfluss fehlt natürlich nach dann ist auch die Monarchie weg. Das heißt, da muss sich auch die Struktur ändern und wieder neu anfangen und klar. Ja, das muss man sich immer klar machen, was für ein was für ein großer Wandel das war. Ne? Klar, das ist, dass der König natürlich auch einiges ermöglichen konnte. Auf dem kurzen Dienstweg. Auf dem kurzen Dienstweg, was dann in einer Demokratie einfach längere Zeit braucht. Gut, und der Erste Weltkrieg war auch finanziell ein Problem. Klar, natürlich war nach dem Krieg Problem. War ja eigentlich bis 1919, 20 passiert wirklich so gut wie nichts. Und dann geht es langsam wieder los. Ja, und dann wird natürlich immer zuerst das Allernotwendigste gemacht, ne, also Wohnbauten, auch für Flüchtlinge und so, das ist ganz wichtig. Aber bevor man dann an so ein technisches Bauwerk dran geht, und der Bahnhof funktionierte ja noch, der alte. Ne, das war ja nicht... Ja. Könnte natürlich jetzt gerade bei der Bahnhofsplanung, könnte man Stuttgart schon so ein bisschen, oder vielleicht dem König auch ein bisschen Vorwurf machen, weil diese Vorstellung, dass die Stadt wächst, das hat er ja mitgekriegt. Ne? Die wächst wirklich stark, auch in der Zeit, noch sehr starker Bevölkerungsanstieg. Und dann aber zu sagen, dieses Wachstum endet eigentlich dann dort, wo wir den Bahnhof hinmachen, weil hinterm Bahnhof kann eigentlich nichts mehr gebaut werden, weil da die Gleise sind. Und der alte Bahnhof oder neue Bahnhof nur knapp 500 Meter vom alten Bahnhof entfernt ist, dann war man nicht so, hätte ja viel weiter weg sein können. Man hätte ja auch viel stärker Richtung Neckar legen können. Bad Cannstatt schied ja irgendwie aus. Das wäre nicht denkbar gewesen, dass der König nach Bad Cannstatt mit der Droschke fährt und dort im Auto. Aber das wäre undenkbar gewesen. Ne? Das ging nicht. Der musste schon nah bleiben. Ne? Tatsächlich wäre es für die ganze Stadtentwicklung Stuttgarts, glaube ich, auch wesentlich besser gewesen, wenn es weiter rausgezogen worden wäre. Weil es ist ja nicht so viel Platz hier. Ne? Und wir brauchen den Platz im Kessel. Und das werden wir jetzt dann sehen, was bei S21 dabei rauskommt. Das ist ja das, was wir jetzt nachholen. Ne? Dass wir sagen, komm, die einzige Möglichkeit, dass die Stadt wachsen kann, ist eben zum Beispiel auf dem Gleisbett des Bahnhofs. Genau. Ja. Und das... Ja, das sind so ganz entscheidende Schritte für die, was damals entschieden worden ist, schon 1902 im Prinzip, in dem Denken des Königs, das hat dann Auswirkungen bis heute. Ne? Dann sind einmal die Dinge festgeschrieben worden und dann bleibt das erstmal so. Und was zurückzunehmen, ist halt immer viel, viel aufwendiger, als es gleich anders zu machen oder vielleicht ein bisschen weiter zu denken als es vielleicht damals auch möglich gewesen ist. Man kann ja keinen Vorwurf eigentlich draus machen, sondern das ist ja das war für die vielleicht schon 500 Meter Stadt in der Breite, da ist ja unheimlich viel gebaut worden. Ja gut, das war ja auch tatsächlich ein ganz anderes Gebäude. Also hat eine andere Anschauung gehabt. Es war eben neu. Mhm. Ja, eben. Es war eindeutig neu. Mhm. Groß und mächtig und beeindruckend bis heute. Ja, das ist. Vielleicht können wir jetzt aber mal so jetzt rückblickend schon mal so ein bisschen sagen, wenn wir ein Resümee ziehen über diese Zeit, die der König bestimmt hat oder auch nicht bestimmt hat, sondern auch andere Bauherren ja schon auch gebaut haben. Die Allianz hat nicht der König gebaut. Nee, also man merkt... Wenn man so jetzt rückblickend sagt, wie charakterisiert man dann Stuttgart in dieser Zeit, verglichen mit anderen Städten? An ihrem Thema Modernität, Mut, große Bauvorhaben, viele Bauvorhaben. Wo sitzt Stuttgart da in dieser Residenzstadtzeit noch?
in diesen letzten Jahren. Ich glaube, Stuttgart ist da durchaus so auf Augenhöhe mit anderen Residenzstädten, vielleicht nicht Berlin immer, aber München, würde ich gar nicht mal sagen, dass es so weit von entfernt ist. Das ist für uns heute schwer vorstellbar, aber ich glaube schon, dass wir da mit einigen Bauten relativ nah dran sind, auch mit den Möglichkeiten, die in Stuttgart sind, was räumliche Ausdehnung und so angeht. Aber mit Karlsruhe, was eher konservativer in der Zeit gewesen ist, oder Darmstadt. Ich glaube, in Darmstadt, auch was die modernen Bauten hier angeht in Stuttgart, glaube ich, kann man schon durchaus, ist eine gewisse Augenhöhe, würde ich sagen. Man muss ja nur an die Kunstakademie oben auf dem Killesberg denken. Das ist ja auch eins der modernen Jugendstilgebäude. Ich glaube, Herr Pankok. Büttner hat das hier schön dargestellt, wie wichtig Pankok war, auch in der Entwicklung dieser Architektur. Mhm. Der Architekt war Eisenlohr, was auch kein schlechter Architekt ist. Der hat sehr viel in Stuttgart gebaut und auch durchaus einen Weg in die Moderne genommen und hat es zusammen mit Pankok eben die Kunstakademie entwickelt. Das ist tatsächlich schon modernes Bauen der Zeit. Da sind wir auf Stand ähnlich wie in Darmstadt. Mhm. Das würde ich schon sagen. Ich denke auch, wenn man an die frühen Bauten von Bonatz denkt, auch Villenbauten, wie zum Beispiel die Villa Kopp, heute die Galerie Valentin, das ist durchaus moderner Wohnungsbau. Mhm. Auch die Siedlung, die ich zu Anfang erwähnt habe, Ostheim etwa von Hengerer, ne, das ist auch ein moderner sozialer Wohnungsbau, ne, was gleichzeitig mit sagen wir so Kolonien, wie ich sie aus dem Ruhrgebiet kenne, Bergmannskolonien, das steht schon auf einer Höhe. Ne, das würde ich sagen, da muss sich Stuttgart nicht klein machen. Ne, das ist so. Was üblich gewesen ist, ne, sowohl im Repräsentativen, aber dann bricht das tatsächlich so kurz nach 1900 schon um und da wird es dann schon moderner und reduzierter. Also was könnten wir denn von Wilhelm II. Lernen zum Thema Architektur und Städtebau? Was bleibt? Das ist eine gefährliche Frage, wenn man sowas fragt, weil klar, da kommt man wieder zu dem Thema Demokratie und Architektur, weil das tatsächlich ein Problem ist. Ne, wenn man so einen König, der konnte sagen, ich will das so haben. Natürlich war auch nicht ganz frei gewesen, aber letztlich hat er das letzte Wort gesprochen. Er konnte es auch in seiner privaten Schatulle dann auch, wer das Geld gibt, entscheidet letztlich. Das ist natürlich eine Sache, die wir heute nicht mehr so machen können. Und wir sehen ja manchmal, dass Projekte sich dann sehr lange Zeit hinziehen, weil dann kaum schwierig ist, Entscheidungen zu finden in der Demokratie. Demokratie ist anstrengend, man muss lange Durchhaltevermögen haben. Es können Wahlen dazwischen kommen, die das alles wieder umwerfen, dann fängt man wieder bei Null an. Ja, und das ist halt nicht so, wenn ein König sagt, ich will das so haben. Und die Schritte, die nach dem Brand des Lusthauses gewesen sind, es hat 10 Jahre gedauert, bis die neue Oper da stand und das Theater da stand und der Bahnhof-Wettbewerb ausgeschrieben war und da auch bald begonnen wird zu bauen. Ja, das geht dann in relativ schneller Zeit. Das 10 Jahre ist damals aber auch lang vorgekommen. Das kam dem wahrscheinlich lange vor. Sicher aber kam. Aber an heutigen Maßstäben gemessen nicht mehr lange. Würden wir das so nicht durchkriegen. Das könnte man sagen: Monarchie und Architektur, man kann andere Dinge machen. Ich will nicht sagen, dass es dadurch besser wird immer, aber es werden vielleicht Dinge, dass man so auch die Stadt als Ganzes sieht. Das ist das Thema, mit dem ich begonnen habe, ne, dass man sagt, man hat die wirklich vom Bahnhof bis hier, Wilhelmspalais, alles in einem Blick und möchte das gemeinsam, dass da eine schöne Stadt raus, Stadtquartier draus wird. Ich glaube, dass solche Überlegungen, so groß zu denken, das fehlt uns heute häufig. Und wir sind da eher kleinteilig. Großdenken können wir ja wieder an derselben Stelle, wenn wir über die Stadtautobahn nachdenken. Könnte man wieder ein bisschen größer denken. Da könnte man wieder ein bisschen größer denken. Ne? Aber die Prozesse brauchen halt sehr, sehr, sehr lange. Ne? Denken Sie an S21, Rosensteinquartier, der Wettbewerb aber 1996. Bis heute ist kein einziger Stein gebaut worden. Und das wird auch noch noch mindestens 15 Jahre dauern, bevor es da richtig losgeht. Und dann sind wir 40 Jahre nach dem Wettbewerb. Ne? Das sind ganz andere Dimensionen. Ne? Und ich glaube, könnte man jetzt drüber streiten, ne? Ist eine königlich bestimmte, von oben bestimmte Stadtplanung, kann das nicht manchmal zu den besseren Ergebnissen führen, weil es dann schneller umgesetzt werden kann, als
diese sehr langen Prozesse, die wir haben, die auch durch, ja, da hat ja niemand Schuld dran, wenn anders gewählt wird, wenn politisch was anderes passiert oder andere Situationen da sind. Aber das wäre vielleicht eine Frage, die man noch weiter diskutieren müsste. Wäre überlegenswert, genau. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Philipp. Das war wunderbar erhellend. Viele Dinge wurden angesprochen, viele konnten wir auch nicht ansprechen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang jetzt weiter diskutieren. Wir haben noch nur einen Bruchteil angesprochen von den Dingen, die wir besprechen könnten. Ich bedanke mich trotzdem sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich mich bedanken. Ich darf Ihnen noch zum Abschluss den Besuch unserer Ausstellung zu Wilhelm II. Hier im Haus empfehlen. Die Ausstellung entstand gemeinsam mit zwei Ausstellungen, eigentlich im Hauptstaatsarchiv in Kooperation. Es gibt zwei Ausstellungsorte, die Ausstellung endet am 27. März. Sie sollten sich also jetzt beeilen ein bisschen. Ich verweise auch noch auf eine nächste Veranstaltung, und zwar eine Podiumsdiskussion mit Dr. Torben Giese, unserem Direktor, am 11. März um 19 Uhr. Da ist zu Gast Frau Professor Dr. Rombeck-Jaschinski. Und da wird es tatsächlich gehen um das Ende der Monarchie, die Abdankung des Königs und die Frage der Erinnerungskultur um Wilhelm II. Hinweisen möchte ich Sie auch noch ganz gerne auf unseren Katalog. Wir haben einen Ausstellungskatalog. Wir haben zuallererst mal nicht nur Veranstaltungsprospekte in reichlicher Menge gedruckt. Es gibt auch zwei Begleithefte zum Diskursjahr zu Wilhelm II. Die können Sie bei uns umsonst im Hause abholen und sich anschauen und lesen. Sind sehr spannend. Und es gibt zur ganzen Ausstellung ein Begleitband. Den können Sie nur bei uns im Hause exklusiv kriegen. Und zwar für günstige 19 Euro. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Wünsche einen schönen Abend. Schauen Sie nächste Woche wieder bei uns rein. Und wünsche Ihnen eine gute Zeit.